Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zwar schon länger wach, aber noch nicht so richtig auf. Also noch im Kuscheloutfit. Aber wir machen uns jetzt fertig. Also beziehungsweise ich mache mich und Emma fertig. Und dann fahren wir zu meinen Eltern, denn ich fahre heute mit meinem Papa nach Düsseldorf auf die Veggie World. Also diese vegane, vegetarische Messe. Ich bin schon richtig gespannt. Ich meine, ich ernähre mich nicht vegan. Also ich habe mich schon mal vegan ernährt, aber halt ist schon was länger her. Und auch aktuell esse ich eigentlich alles. Aber ich finde das trotzdem immer sehr interessant und esse auch gerne mal so Alternativsachen. Zum Beispiel trinke ich nicht gerne Kuhmilch, sondern lieber Sojamilch. Ja, und deswegen bin ich sehr gespannt auf die ganzen Produkte, die da vorgestellt werden. Und ja, wir machen uns jetzt fertig und dann fahren wir los. Mein Vater ist noch kurz in die Bank reingeflitzt und dann fahren wir direkt weiter. Und Navi sagt, 30 Minuten brauchen wir dahin, das sind 40 Kilometer. Und ja, ich bin schon richtig gespannt, wie das da so ist. Und ich hoffe, dass ich einen guten Parkplatz finde. Also, dass die Parkplätze da gut sind, weil mit dem Auto bin ich noch nicht so eingefuchst, weil das so unendlich lang ist. Ja, mal gucken. Total, aber mit den Parksensoren geht das echt klar. Wir sind gerade angekommen. Ich hoffe, ihr versteht mich, es ist super laut. Aber ja, es ist echt groß. Und wir haben gerade den Kinderwagen noch abgegeben, weil das ein bisschen umständlich ist. Ich habe es jetzt in die Trage gepackt. Und ja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen die Städte erkunden. Genau, das ist der eben kommt, der ist immer nach. Ja, aber ich finde, ich schon gerne, das ist total gut.
ich bin richtig begeistert, ich möchte schon länger mal einen Mixer haben und die sind einfach richtig, richtig cool. Ja, wir haben jetzt hier mal so ein bisschen gelauscht, was die alles so können. Und jetzt machen wir einmal ein Eis. So, die Basis sind jetzt Cashews, Wasser und Datteln. Und da sind jetzt noch Früchte mit reingekommen, also gefrorene Früchte. Ich trau mich nicht. Wahnsinn. Unser Chef kippt das immer so um. Ich trau mich das nicht. Man kippt auch manchmal den Kippen. Ja, eben. Genau, das wollte ich doch. Machst doch mal einen Mülleimer. Wahnsinn. Dann probier. Ja, 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 klar. Ja? Wir sind wieder bei meinen Eltern angekommen und ich wollte euch noch einmal zeigen, mein Papa hat was für meine Mama mitgenommen, weil sie es gerne mal probieren wollte. Vielleicht kennen das ein paar von euch, und zwar Jackfrucht als Fleischersatz. Das ist das. Und ja, da das nur dieses rohe Fruchtfleisch ist, dazu noch diese Marinade für auch diesen Burger, der hier abgebildet ist, diese Barbecue. Und ja, also ich habe da so eine Chip quasi von probiert. Ich habe auch so schon mal Jackfrucht gegessen. Mein Fall ist es gar nicht. Ich mag das nicht so gern. Aber ich habe jetzt schon von ganz vielen gehört, dass es so als Fleischersatz zubereitet, wo echt gut schmecken soll. Deswegen bin ich dann auch mal auf die Meinung meiner Mama gespannt, was die denn dazu sagt, wenn die das mal gegessen hat. Ja. Und sonst haben wir noch ganz viele Flyer mitgenommen. Ich habe jetzt nicht allzu viel gefilmt, also irgendwie jetzt nicht jeden Stand, sondern ja, einfach nur so ein bisschen grob. Und dann natürlich auch von dem einen Stand. Also erstmal, die hatten richtig tolle, außergewöhnliche Sachen, die ich so noch überhaupt nicht kannte, wie zum Beispiel ja auch so Hackfleischersatz oder so. Aus Sonnenblumenkernen. Total außergewöhnlich. Also habe ich noch nie gesehen. Hat gut geschmeckt. Besser als so Sojafleisch. Also mir persönlich. Also ganz viele Sachen, die ich echt noch nie gesehen habe. Richtig cool. Und ja, auch. Wir haben so ein veganes Nougat-Eis gegessen. Das hatte so ein bisschen andere Konsistenz, aber war auch sehr lecker. Ja, und dann haben wir uns noch, habt ihr gesehen, bei so einem Hochleistungsmixerstand mal braten lassen. Ja, da ich, wie gesagt, schon länger mal so einen Mixer haben möchte. Mich aber nie wirklich damit viel beschäftigt habe, sondern einfach nur mal so im Internet geguckt habe. Ja, und die waren richtig, richtig cool. Die waren auch, ja, in der teureren Kategorie, aber ich finde, das ist sowas, das bezahlt man dann einmal und das hat man super lange, weil die einfach sehr hochwertig und langlebig sind. Ja. Und ich überlege mir dann irgendwann mal so einen zu holen. Ja, die haben dann auch für uns da so Eis gemacht. Das war echt richtig cool. Die Basis war Cashew, Datteln und Wasser. Und dann haben die dazu so gefrorene Himbeeren gemacht. Das war echt lecker. Hat richtig gut geschmeckt. Ja, wir haben noch ganz viele Flyer mitgenommen von verschiedenen Ständen. Haben da eine vegane Waffel gegessen. Ja, war richtig, richtig lecker alles. Und ja, richtig, richtig cooles Erlebnis. Kann ich auf jeden Fall allen Leuten nur empfehlen, mal auf so Messen zu gehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Und das war's dann auch mit dem Vlog. Ich fahre jetzt gleich mit der Mausi nach Hause, mache was zu essen und dann erstmal auf die Couch legen. Bin jetzt echt richtig kaputt. Bin seit 7 Uhr wieder wach. Wir sind ja jetzt 4 rumgelaufen. Ja. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Muah.